Die Sonne schien noch am Dienstag im österreichischen Ennstal und brachte die Lilienspieler im Trainingslager ordentlich zum Schwitzen. Die zwei Testspiele, die auf dem Programm standen, konnten die Darmstädter mit 2:0 und 3:0 für sich entscheiden. Mit dabei war auch Neuzugang Marvin Melem. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kam vom Karlsruher SC nach Darmstadt und hat sich bis 2020 an die Blau-Weißen gebunden. Erste richtige Vorbereitung mit dem neuen Verein. Wie fühlt es sich an? Wie bist du in der Mannschaft bislang angekommen? Wie ist so der erste Eindruck? Super, also fühlt sich super an. Die Jungs haben mich perfekt aufgenommen. Bisher macht es riesen Spaß und ja, ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Mit was für Zielen gehst du jetzt hier in die Saison mit Darmstadt 98 persönlich oder auch mit der Mannschaft generell? Persönlich will ich mich auf jeden Fall weiterentwickeln. Mit der Mannschaft will ich gute Leistungen abrufen. Wir trainieren hier viel, auch an Taktik. In Darmstadt haben wir noch die Grundlagen ein bisschen ausgeübt und hier machen wir den Feinschliff, sodass wir gut starten in die Saison. Wie ist denn das, wenn man jetzt dann mit Frings und Großkreuz durchs Hotel läuft? Also ganz normale Typen natürlich, ja, aber wie ist das, wenn man die vorher nur so aus dem Fernsehen oder weiß ich nicht was kennt, wenn jetzt so neben denen am Buffet steht? Ja, anfangs war es ein bisschen komisch, da hat man sich auch nicht getraut, zu viel zu reden. Und wir haben uns super reingefunden in die Truppe. Der Großkreuz hat dann auch mir gleich geschrieben, dass wenn was ist, dass ich mich melden kann. Und ja, viele Fotos muss man mit dem Großkreuz auch machen, wenn man mit dem rumläuft. Also es dauert ein bisschen länger, wenn man durch die Straße läuft. Aber ja, damit kann man sich abfinden.